Hi, willkommen zu einer neuen Folge Neo. In der letzten Folge hatten wir ein paar kleine peinliche Tode. Ich möchte nicht weiter mehr darüber reden. Und in dieser Folge will ich es besser machen. So, ich war ein bisschen optimistisch, was diesen Kerl hier angeht. Ja, wenn du nicht willst, dann... Dann halt per Kugeln. Was? Okay. Warum der jetzt nicht zusammengesackt ist? Oh. Verstehe ich nicht, aber okay. Wo lande ich eigentlich, wenn ich da unten jetzt runterspringe? In den Tod, weil da Wasser ist. Hier bin ich nicht in der letzten Folge. Der Dude hat mich runtergeschubst. War einer von vielen Toten in der letzten Folge. Okay, theoretisch kann ich hier runterjumpen. Theoretisch. Bringt mir aber nichts, weil ich da schon war. Komm, ich weiß, du willst aufstehen. Ey, ich lass mich mal da runter jumpen. Ist anscheinend nur dazu da, um das Item zu catchen. Und wir haben Kodama bekommen, hier oben schon. Springen wir einfach. Ah, ich habe keinen Bock auf die! Dann gehe ich mal hier weiter. Okay, Yukai, aber das ist... Das ist nicht passiert. Da ist ein Kodama-Schrein! Okay, anscheinend gehen die peinlichen Tode weiter. Ja, ich habe mich unsterblich gefühlt, weil ich halt die Special Attack noch hatte und dann hat er halt doppelt zugeschlagen. Und ja, so schnell kann es gehen, ne? Ja, genau. Ich hasse euch wie die Pest. So, der Vorteil ist, ich bin gleich schon wieder da am Ort meines Ablebens. Der Nachteil wird sein, der Yokai wird noch da sein. Hey, jetzt meint es gut mit mir mit den Elixieren. Gewesen. Ey, komm. Verarschen kann ich mich selber. Und das ganze Amirita ist futsch. Den Tod, den sehe ich irgendwie auch nicht ein. Ich stand mitten auf dem Brett, hab meine Combo ausgeführt, auf einmal wird der irgendwie nach oben geglitscht und ich bin im Wasser auf einmal. Finde ich super. Ich habe nicht ganz genau darauf geachtet, wie viel Amirita es war, aber es wird bestimmt in einem schmerzhaften Bereich gewesen sein. Na
Wenn ich das Video nachher bearbeite, werde ich sehen und ich werde ausrasten. Naja. Ja, das gehört zu diesen Art Spielen da halt dazu, ne? Dass du ab und zu mal deine, in Dark Souls zum Beispiel die Seelen oder im Bloodborne Blutechos, dass du halt dein Zeug verlierst. Pizzemon ist am Start. Den 2 ist mir zu gefährlich. Ja, er sagt zusammen, sehr gut. Dann können wir ihm so einen noch mitgeben. Was eigentlich auch nicht so der Hit an Schaden ist. Also ich finde, man merkt, im Vergleich zu der bebenden Mine haben diese Typen so viel mehr Lebensenergie. So, hier habe ich jetzt aber einen Kogama-Schrein, was ziemlich gut ist. Immerhin. Stehe ich da vorne nicht? Ach so, hier. Ja, ich habe 3900 Amerita, das reicht natürlich mitnichten für ein Level-Up. Jetzt habe ich 9000, okay. Weil ich die Kodamas eingesammelt habe, oder woran liegt das? Auf jeden Fall reicht das nicht für ein Level-Up. Bin mir ziemlich sicher, vorher hätte es gereicht. Kann ich hier einfach rüber? Nein. Gut, dass der Kurama-Schein da ist, Leute. Sonst hätte ich das auch nicht gewagt. Aber wir wollten heute eigentlich keine völlig sinnlosen und dummen Tode haben. Das hatte ich mir eigentlich vorgenommen. Wird nichts draus. Warum kann ich den Kugel nicht zerbebeln? Heiliges Wasser, okay. Sehr schön. Auf der anderen Seite ist nichts, oder was? Das kann ich mir fast nicht vorstellen bei so einem Steg. Da ist der Schrein. Ah, da ist eine Leiter. Ich kann hier bestimmt wieder nicht hochlaufen. Ja, wo der Skelett-Junkie wandert, da war ich schon. So, hier ist eine Leiter nach unten. Ich guck mal, was hier sonst noch so ist. Noch ein Item. Was habe ich erst in aller... Die Position ist nicht schlecht. Merke ich mir mal. Genau, mach dich von Acker. Wo führt mich das hin? Okay. Hier hätte ich schon früher hingekommen. Ach, scheiße, wow. Ja, mein fucking Fernseher. So, ich muss mir mal merken, immer nachdem ich 2 Folgen aufnehme, passiert das. Weil eine Stunde und so, ne?
So. Wo ist der Dude hin? Da ist er. Und Attacke! Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu gar nichts. Wir müssten schon Kiemen wachsen, so viel Wasser, wie ich schon eingeatmet habe. Eigentlich finde ich die Area gar nicht so schlimm, aber mittlerweile wegen dieser scheiß Wasserstellen. Okay, ich bin daran selber schuld, ja, aber es nervt trotzdem. Und der Dude, der hat dafür, dass das ein Sturzangriff war, so gut wie keinen Schaden bekommen. Komm, ich habe keinen Bock, das Amerita wieder so sinnvoll zu verlieren. Ich mach's jetzt einfach so. Bam. Ich merke schon, die Folge hat das Potenzial, mich zu brechen. Das ist, ich weiß nicht, der wievielte Tod in Folge durch Water. Durch fucking Water. William, wenn die Aufnahme fertig ist, besuchen wir beide einen Schwimmkurs. Das kann so nicht sein. Sauber. Naja, immerhin war es viel am Elita, 9000 oder so. Aber ich muss gestehen, der Spaß hält sich gerade in Grenzen. Sehr sogar. Wisst ihr was, ich gehe jetzt einfach die Leiter runter. Scheiß auf diesen Sturzangriff. Warum hast du nicht so eine Fußkick-Attacke, die den Typen ins Wasser runterschubst? Komm, ich hör mal auf, mutig zu sein. Geht doch. Was war das eben für eine schwere Geburt? So, hier kann ich eine weitere Fackel anzünden. Ich habe irgendeine Trophy bekommen, Hüter der Flamme. Das heißt, ich habe wahrscheinlich alle Flammen angezündet. Hat das was mit dem Boss zu tun? Die Frage ist ja jetzt auch, wo ich noch hin kann. Ja, das riesige Feuer da, wo der Boss ist, ist an. Ich spring mal hier runter. Ah, hier war ich noch nicht. Hier ist ein Item. Zufällig entdeckt. Das ist wahrscheinlich hier der Bereich. Kann ich da durchlaufen? Ja, ne? Aber es werden noch Dutzende Kodamas fehlen.
ist jedenfalls mein Eindruck. Also ich habe 3 in der letzten Folge gefunden. Davor glaube ich 1 oder 2. Das würde ja heißen, es fehlen immer noch 4. Und ich denke, das Gebiet ist nach dem Boss vorbei. Okay, da lande ich da. Alles klar. Da war ich schon. Da ist Water. Bisschen genauer umgucken. Natürlich musst du mich auch noch nerven. William! Was tust du da? Ich möchte nicht darüber sprechen. Es ist gar nichts passiert. Ich bin rein zufällig hier an Kadurma Schrein wieder. Ich bin nicht total dumm ins Wasser gelaufen, nein. Gar nicht wahr. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Das bildet ihr euch ein. Ich habe so Angst gehabt, dass ich darunter jumpe. Was kommt wegen dir, schwarzen Kackbratze? Na, er ist nicht dran schuld, er war ja vorher schon weg. Das war schon mein eigener Fehler. So. Diesmal machst du das nicht nochmal, William. Okay, danke. So, jetzt sind wir wieder beim Endboss. Das leuchtet alles und da war ich schon. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die Hälfte der Kodamas nicht gefunden. Ja, erstmal gucken wir jetzt, ob das Feuer jetzt irgendwas für den Bosskampf verändert. Bin ich sehr gespannt drauf. Er verschwindet sofort. Das heißt, er tut die kleinen Spackos hier nicht. Ja, moin. ich mach super wenig Schaden. Muss das so? Und der Kodama-Schrein gefällt mir nicht. Für den Boss, oder? Obwohl, eigentlich passt. Die anderen sind nicht unbedingt besser. Ne, die anderen sind nicht besser. Ich kann ja hier einfach den Hopser auf den hier machen. Und dann war es das schon. Dann bin ich ja eigentlich da schon. Moment. Diesen kleinen Gang habe ich mir nicht angeguckt. Bin erschöpft, gar nicht. Drecksack, ey. Ich hasse diese Viecher wie die Pest. Und dann ist der Endboss auch noch eine XXL-Version dieser Missgeburten. Ist hier drin vielleicht was?
Kästchen, okay. Schade, kein Kodama. Er gibt hier Items. Das sind aber irgendwelche... Ah, wartet mal. Muss man seine Tentakeln angreifen? Ja, das macht auch keinen Schaden. Aber... Ich greife ihn mal weiter an. So, jetzt kommt Hyperstrahl. Nee, nicht Hyperstrahl. Jetzt kommt Hyperstrahl. So, was hast du vor? Okay. Also die Feuerdinger sorgen, glaube ich, dafür, dass er seine kleinen Kumpels nicht holt. Hat er noch eine Tentakel? Habe ich das richtig? Nee, die linke ist auch noch da. Ja, ich muss dafür sorgen, dass mich das nicht trifft. Das tut halt ein bisschen weh. Ich weiß halt nicht, ob seine Tentakel irgendwann kaputt gehen. Ich glaube, ich greife mich jetzt mal in den Hauptkörper an mit meiner Special Attack. Okay, Special Attack ist vorbei. Nicht übertreiben, Svenny. Ich habe irgendwie den Eindruck, es passiert gar nichts. Und dass ich irgendwas nicht richtig mache. Aber mit der Tentakel muss das auch was aufhören haben. Die sind doch nicht umsonst angreifbar. Kann ich irgendwie mit dem Feuer interagieren? Ah. Er kann Feuer nicht ab. Aber so viel mehr Schaden macht das gar nicht. Gott. Okay, ich kann mit dem Feuer meine Waffe buffen. Aber danach geht die Flamme aus, wenn ich das richtig gesehen habe. Vielleicht geht die nach der Zeit wieder an. Was ich nicht glaube, aber... Okay. Ja, für einen Try ist noch Platz in der Folge. Oh, scheiße. Das kostet mich ein Elixier, das ich wahrscheinlich benötigen werde.
Jo, gleich getroffen. So muss das. Warte, ich hab keinen Bock mehr. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ciao.